Servus Leute, willkommen zurück zum FM1516 mit euren Grauen in Eisern Union aus Berlin. Schalke ist heute präsent, Freunde. Der erste gegen den dritten. Oh mein Gott. Werden wir leiden oder werden wir siegen oder Unentschieden spielen? Das werden wir am Ende sehen. Die Mannschaft steht für das Spiel. Schauen wir nochmal rein, Golf spielen. Werden wir mal wieder, dann gucken wir mal in die Jugend rein. Valentin Groß braucht einen neuen Mentor. So, ist alles super. So, Matthias Werkmann ist verletzt. Dann machen wir mal so. So, Bu hat jetzt auch die ganze Zeit mitgemacht. Sehr schön, 21 plus. Malte. War noch gar kein Trainingsziel. Hör mal, da habe ich aber wieder geschlampt. Tut mir leid. Jetzt hast du aber... Bjarne. Bjarne Aal auch nicht. Oh Mann, ey, wie mal. Meistens mache ich das immer, wenn ich mich um Bilder kümmere. Übrigens, wenn ihr möchtet, kann ich meinen Spielstand hochladen für euch. Der ist, oh, 10 Wochen verletzt hier, Robert Frohn. Der ist auf dem Stand vom Stuttgart-Spiel noch. Und wenn ihr wollt, schreibt mir das unten rein, also dann würde ich den anhängen. Würde ich gern machen, also kein Problem. So, hier ist auch noch jemand, der jemanden braucht und jemanden findet. Auf Platz 3 sind wir mittlerweile mit der besten Jugendarbeit national. Und auf 11 international. Ja, so kann das ruhig weitergehen. Gucken wir mal hier bei den Fans, so wie immer. Das mache ich ja gerne. Ich bin stolz auf unsere jungen Spieler. Mit Genuss sehe ich, dass wir Hertha BSC weit abgehängt haben. Ja, mittlerweile 16. Ich habe heute mal wieder beim Training zugesehen, sagt Dragan O. aus Berlin. Ich finde es gut, dass die im Training so viel rennen müssen. Irmgard V. aus Berlin. Und ich wurde auch gefragt nach meiner Taktik. Meine Taktik ist immer noch dieselbe wie vorher. Ich ändere da überhaupt nichts dran. Nur damit ihr es wisst, ne? Also, ja. Wir gehen jetzt auch ins Spiel rein gegen Schalke 04. Das ist mir schon ein bisschen mulmig. Aber wir gehen jetzt einfach da rein und sagen, gebt euer Bestes. Und nach vorn. Oh, hier ist sogar André Breitenreiter noch Trainer von Schalke. Oh, erste Minute direkt für uns. Was ist denn los? Ecke von links, so. Der Ball kommt präzise auf Hartmann, der sich gegen Hövedes durchsetzt und gut köpft. Aber in Fährmann seinen Meister findet. Dieser packt sicher zu. Geile Chance am Anfang. Ich konnte mich noch nicht mal vorstellen hier. 17. Spieltag, Union Berlin gegen Schalke. Das Trainerduell. Breitenreiter Krauer. Wer sitzt auf der höheren Mauer? Khedira legt in der Mitte ab. Königsdorf verschätzt sich und kein Schalker kommt an den Ball. Glück für uns. Mann, 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 Mann. Da ist ja nicht mal der Hund begraben, würde ich sagen. So, nächste Chance für Schalke jetzt. Johnson flankt von links. Elvedi blockt den Ball zunächst mit der Hüfte ab. Aber Meyer spielt erneut heraus auf Johnson. Der nächste Versuch des amerikanischen Nationalspielers landet direkt in den Arm von Königsmann. Das ist alles erschreckend belanglos. Dürfen wir uns keine Sorgen machen. Oder brauchen wir uns nicht machen. Ist anscheinend alles Paletti gewesen. Nächste Chance, sehenswerte Kombination von Schalke 04. Khedira leitet den Ball auf Johnson. Der Schalker probiert es aus 22 Metern und trifft über den chancenlosen Torwart hinweg ins lange Eck. 1:0 für Schalke. Naja. Verdiente Führung, würde ich sagen, oder? Oder schauen wir mal die Statistik an. Ja. Nächste Chance für Schalke. Riesenchance jetzt. Weite Kopfballvorlage von Leroy Sané. Seferovic steht frei vor Königsmann und schiebt trocken ein. Keine Chance für den Schlussmann. 2:0 für den Tabellenführer.
Dritte Tor in dieser Saison. Oh Mann, da kriegen wir wohl eine Packung, du. Nächste Chance für die Gelsenkirchener. Geist setzt sich gegen Hartmann mit einem harten Zweikampf und spielt ab. Johnson zieht ab und zwingt Königsmann zu einer tollen Parade. Oh shit, ey. Jetzt sind wir mal wieder am Start. Angriff der Unioner über So und Zenolau. Der flankt direkt nach innen. Unsicherheiten in der Abwehr bescheren Union Berlin eine Ecke. Immerhin. Immerhin. Die Ecke bringt jetzt So rein. Ein Tick zu kurz. Und das, denke ich mal, war auch nichts. Kein Problem für Johnson. Ah, habt ihr das gerade gehört? Ah. Hartmann sucht Schnellbacher, trifft den Ball nicht richtig und kriegt den eh wieder. Das kennen wir ja. Aber er findet seinen Meister in Rille Ralf. Und Schalke macht es uns echt nicht leicht. Flanke von Meier. Königsmann verschätzt sich. Hinter ihm steht aber Baumgartl auf Sicherheit, geht und zur Ecke klärt. Königsmann ist heute im Nirgendwo. Jetzt noch eine Chance für uns. Schnellbacher hat sich im Rücken Hövedes freigestichen. Bekommt den Ball, versucht an Fährmann auszugucken, aber der Versuch misslingt. Hat sich im Rücken von Hövedes freigeschlichen, also bitte. Ein Treffer vor der Pause wäre für uns richtig gut, ja. Vor allen Dingen für die Moral wäre das richtig gut, aber es wird zur Halbzeit gepfiffen. 17. Spieltag, ey, das ist krass, wie schnell die Zeit so vergeht, ne? Wenn man das gerade mal so sieht. Das war nicht der Matchplan. Motivieren wir mal hier die Jungs wieder. So, den Rest machst du. Arne Krauer wird sich eine solche Leistung seiner Spieler nicht noch einmal 45 Minuten ansehen. Warum? Soll ich dann gehen oder was? Ich schreie doch nicht in der Kabine rum. Ecke von rechts, Johannes Geis. Eckball Geis. Khedira kommt zum Kopfball. Doch er kann den Ball nicht richtig drücken, so dass er über den Kasten geht. Einzige, was ich sagen kann, ist Konzentration. Und ich lasse die Spieler schon mal auflaufen. Aufwärmen. Schnellbacher legt den Schraubraum für So ab. Der zieht sofort ab. Fährmann ist unten im linken Eck. Und hält den Ball. Im Nachfassen. Nächste Glanzparade für Ralf Fährmann. Der bestimmt schon eine 1 hat. Aber klar. Und die nächste Chance für uns. Von der rechts. Von rechts. Segelt eine Flanke von uns zu nahe. Lebt den langen Pfosten. Doch verschätzt sich. Matip. Waldschmidt köpft auch hinter aufs Tor. Aber genau auf Ralf Fährmann, der mühelos parieren kann. Es geht einfach so weiter. Wir bringen jetzt Schönheim für Baumgartl. Aber Schönheim hat sich richtig gut zurückgekämpft. Ich möchte die Ruhe bewahren, weil ich bin halt nicht ein Mensch, der so ausrastet. Da fehlen mir die Emotionen für. Nächste Chance für Schalke jetzt. Riesenchance. Traumhafter Ball von Geis auf Johnson. Der fleißige Amerikaner enteilt Elvedi, schießt aufs lange Eck. Königsmann ist mit den Fingerspitzen noch dran. Aber Seferovic hat den Braten gerochen und schaut zum 0:3 ab. 3:0 für den Tabellenführer. Tja. Da bin ich sprachlos. Zenolau flankend von links. Matip klärt zunächst, aber So legt den Ball hinaus auf Zenolau, dessen Flanke landet aber direkt in den Arm von Fährmann. So wie gehabt, ne? Na, man sollte ein Stieber rein für Hartmann. Und dann geht man jetzt drauf, Jungs. Jan Jeckel. Für Johns, wer ist denn Jan Jeckel? Das ist ein Jugendspieler, wer ist das? LM mit 62. Und Choupo-Moting für Leroy Sané. Zenolau aus der Distanz, aus 30 Metern, verfehlt sein Ziel aber deutlich. Oh Mann, 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 Mann. Ich bringe nochmal einen Ibisevic rein für Schnellbacher. Heute nehmen wir unseren Torjäger mal raus.
Uchida für Rafinha. Özdenali setzt da schön nach, bringt Kaysara in Bedrängnis. Damit tut er immerhin einen Einwurf raus, der uns sehr, sehr viel bringt. Schiedsrichter Habermann bisher mit einer tadellosen Leistung. Der spielt wirklich gut im Griff. Nächste Chance für Schalke 04. Schöner Steilpass auf Seferovic, aber schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen harmlos. Vier Minuten noch. Ja, 3:0 kann man nicht mehr aufholen in dieser Zeit, denke ich mal. Ein Törchen hätte ich gerne gesehen. Auf jeden Fall Höwedes geht da etwas plump in den Zweikampf und bringt Ibisevic zu Fall. Aber Habermann zeigt auch weiterspielen. Glück für Schalke. Hätte denen eh nichts gebracht, wenn wir ein Tor geschossen hätten, ne? Die Fans strömen jetzt in Massen zu den Ausgängen. Hier glaubt niemand mehr an das Wunder. Was seid ihr denn für Fans? Seid ihr Erfolgsfans oder was? Ne, damit freunde ich mich nicht an, Freunde. Mit sowas. Erfolgsfans kann ich nicht gebrauchen. Verdienter Sieg für Schalke. Ja, das ist richtig. Hier sind wir heute untergegangen zu Hause. Aber naja. Das macht nichts. Gegen den Ersten kannst du ruhig verlieren. Ja. Platz 4 für uns daher. 4 Punkte Abstand jetzt. Also Schalke baut die Führung aus. 3:0 gewinnen sie gegen uns. 5:0 Wolfsburg. 60. 0:0 Nürnberg-Gladbach. Dortmund gewinnt 2:0 gegen HSV. Und Bremen 0:0 gegen Mainz. Hoffenheim, Hannover 1:1. Stuttgart, Bayern München 4:4. Habe ich auch, das sieht man auch selten. Frankfurt auswärts ein 3:2 Sieg gegen Köln. Und Hertha BSC gewinnt 4:2 gegen Leverkusen. Götze schoss 2 Tore. Und weiter geht's. Schalke ist Herbstmeister, Freunde. Das gibt's also auch im FM, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt eine Weihnachtsfeier haben. Haben wir sogar am 20. Super. So, Angebot für Kessel abgelehnt. Mache ich auch nicht. Können wir den verlängern überhaupt? Ich glaube, ja, das würde ich auf jeden Fall mal. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Andi Arbeit hat Trainingsziel erreicht. Den würde ich auch noch verlängern. Der läuft nämlich aus, der Vertrag. Will aber nicht, okay. So, 8 Tage noch für Mast. Nächstes Spiel ist am 20. Da gehen wir noch hin. Das nehmen wir noch mit, hundertprozentig. Komm. Na komm schon. Was denn jetzt? Am 20.01. Mann, wie blöd bin ich denn bitte? ne. Da könnt ihr vergessen. Mast ist nur angeschlagen. So. Am 20.01. Ja, ist Winterpause, Freunde. Dann geht's wieder an die Transfers, ne? Und an die Vorschläge. Wenn ihr meint, dass wir was verändern sollen, schreibt's in die Kommentare. Dann können wir was draus machen. Oder? Also ich würde sagen, auf jeden Fall einen rechten Mittelfeldspieler, ne? Wie gesagt. Aber wir müssen hier ein bisschen renovieren. Das machen wir auch nochmal. So. Schaue ich nochmal eben aufs Jugendcamp. 450 Tage. Okay, Freunde. Nach 4 Spielen in Folge eine Niederlage. Das macht ja nichts. Hier sehen wir gerade. Borussia Dortmund haben wir hintereinander zweimal. Das hatten wir schon mal bei Gladbach gehabt. Heftig. Das Spiel gegen Bilbao ist im Februar. Ja gut, Freunde. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.